Das heißt Triangel oder Triangle, wenn man das so sagen möchte. Jetzt habe ich an meiner Lippe geleckt, das ist immer nicht so sexy. Servus Dartkollege. Wer kennt es nicht? Man kommt zum Dart-Training und es ist mal wieder eine ungerade Anzahl an Spielern da. Jetzt ist es sowieso nicht so sinnvoll, dann immer nur 501 1 gegen 1 runter zu ballern. Man könnte ja auch 501 2 gegen 1 spielen oder auch 1 gegen 1 gegen 1. Das geben dann die meisten Apps wieder nicht her, dann muss man wieder per Hand schreiben und so weiter. Dafür gibt es ein Spiel, was man mit drei Spielern spielen kann. Das heißt Triangle oder Triangle, wenn man das so sagen möchte. Und das möchte ich euch heute mal kurz vorstellen. Zuerst erkläre ich es euch mal theoretisch und dann zeige ich euch auch noch mal einen Durchlauf mit Zeitraffer vielleicht, dass ihr mal genau sehen könnt, wie das Spiel dann abläuft. Und als erstes brauchen wir dafür die Vorlage von diesem Dreieck hier. Also deswegen Triangle oder Triangle. Das ist das Spielfeld, um das es jetzt geht. Darauf spielt man das Ganze. Ich pinne das jetzt mal hier an die Dartscheibe ran, dass ich es ein bisschen erklären kann, wie das Spiel abläuft. So, heute mal keine Stecknadeln, heute mal richtige Darts. So. Also das Spiel funktioniert mit drei Spielern, ganz klar. Hatte ich ja schon gesagt. Und zuerst buhlt man überhaupt mal aus, wer das Spiel anfangen darf. Man wirft einfach jeder einen Pfeil aufs Bullseye. Wer am nächsten dran ist, der darf sich dann aussuchen, ob er Spieler 1, Spieler 2 oder Spieler 3 sein möchte. Wer am zweitnächsten dran ist, kann sich dann noch was aussuchen, ob er dann der andere Spieler sein möchte. Und ja, der Letzte, der am weitesten weg ist, die Startposition, die übrig bleibt. Und dann geht's los. Jeder beginnt in einer Ecke, eben in der Ecke, die er sich ausgesucht hat. Und man hat erstmal die Möglichkeit, mit seinen drei Pfeilen auf eins dieser beiden Singlefelder, die hier außen angegeben sind, zu werfen. Kann man sich dann entscheiden, ob der Spieler 2 jetzt 16 oder 13 treffen möchte. Hat ja in jeder Aufnahme drei Pfeile Zeit. Und wenn er dann eins der beiden Felder getroffen hat, kann er dann auf ein angrenzendes Feld werfen. Also man muss immer ein Feld treffen, was angrenzt an das, was man schon getroffen hat. Also er beginnt jetzt mit der 16, die trifft er auch gleich. Dann kann er jetzt als nächstes auf die Doppel-13 oder auf die Single-13 werfen. Er kann nicht auf das Bull und auch nicht auf die Doppel-16 werfen, weil die eben nicht an die 16 angrenzen. So, dann hat er noch einen dritten Pfeil, da versucht er dann meinetwegen auf Bull und hier ist das Single-Bull gemeint, weil das Full-Bull, Rot-Bull ist hier das in der Mitte. Da trifft er jetzt zum Beispiel nicht, also hat er jetzt die 16 und die Doppel-13 meinetwegen getroffen. So, dann ist der nächste Spieler dran. Meinetwegen wäre das in der Reihenfolge, die sich ergeben hat, Spieler 3. Der beginnt natürlich auch hier erstmal auf einem Singlefeld und kann dann irgendwelche Felder weiter erobern und dann der Spieler 1. So geht es immer weiter, bis letztendlich dieses ganze Dreieck hier ausgefüllt ist. Ich mache das der Einfachheit halber mit drei verschiedenen Farben. Ich habe gelb, ich habe blau, ich habe schwarz. Und wir malen das dann einfach aus. Man kann da auch Buchstaben reinschreiben oder so, aber der Übersicht halber ist es mit Farben eigentlich ganz schön. Und das Spiel hat auch so ein bisschen ein taktisches Element, denn man kann eher jemandem auch den Weg abgraben. Zum Beispiel, wenn der Spieler jetzt weiß, sich hier entlang spielt und dann hier zumacht, diese Felder alle trifft, bevor der Spieler 1 hier das getroffen hat oder da rausgekommen ist, dann hat der Spieler 1 überhaupt keine Möglichkeit mehr, auf ein angrenzendes Feld zu werfen und ist damit schon ausgeschieden. Am Ende hat derjenige gewonnen, der die meisten Felder ausgemalt hat. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber so ist es. Und da zählt man dann einfach durch, wer quasi wie viele Punkte oder Felder gewonnen hat. Ganz lukrativ ist natürlich das Bullseye hier in der Mitte. Da zählt wirklich nur das Rotbull, weil da eröffnet man sich dann ganz, ganz viele Richtungen und Möglichkeiten. Wenn ein Spieler es schafft, ein Feld einzugrenzen, was er noch nicht getroffen hat, so dass kein anderer Spieler mehr an dieses Feld rankommt. Zum Beispiel Spieler 1 trifft eben 12, 17, Doppel 12, Bull, Doppel 18 und Triple 12. Dann hat er die Doppel 17 zwar nicht getroffen, aber kein anderer Spieler kann mehr dieses Doppel 17 Feld treffen.
weil eben er nicht angrenzend an das Doppel-17-Feld rankommt, dann wird es automatisch auch in der Farbe des Spielers 1 ausgemalt und zählt am Ende dann auch als Punkt für diesen Spieler. So kann man sich quasi noch zusätzliche Punkte besorgen oder erspielen, ohne das Feld treffen zu müssen. Das war jetzt sehr theoretisch. Ich spiele euch das Ganze jetzt einmal vor. Spider-Woman malt für mich dann die Felder aus und danach ziehen wir noch ein Fazit zu dem Trainingsspiel. Man sieht vor allem auch am Anfang, dass ich wieder zwischen 3 Sets Pfeilen hin und her wechsle, aber das wird dann auch noch besser. So. Okay, der gelbe. Dann der schwarze. Okay. Also, der schwarze ist Spieler 1. Mhm. Soll ich das jetzt ausmachen? Ja. Der gelbe ist Spieler 2. Und der blaue ist Spieler 3. So, der schwarze fängt an. Und der kann auf 12, 17 werfen, ne? Genau. Also, der wirft jetzt mal auf 12. Und jetzt kann er auf 17, Doppel 17. Okay, 12 und 17 malst du aus in Schwarz. Ich muss da jetzt keinen Wettbewerb gewinnen. Nee, der 2 ist gelb, ne? Mhm. Der kann 16, 13. Der fängt mal mit der 13 an. So, jetzt kann er Doppel 16, Single 16. Und jetzt hat er die Single 16. Jetzt kann er Doppel 13, Doppel 16. Ja, probiert mal Doppel 16. Okay, das war nix. Also die 13 und die 16 gelb. Die Single jeweils. Ja. Jetzt kommt der blaue. 15, 14. Nur die 15 in Blau. So, jetzt ist der Schwarze wieder dran. Was kann der werfen? Doppel 17, Doppel 17 und Doppel 12. Also. Nochmal Doppel 12. Nichts getroffen. Jetzt kommt der gelbe, was kann der werfen? Doppel 13, Doppel 16. Doppel 13, Doppel 16. Nichts getroffen. Jetzt kommt der blaue. 14, Doppel 14. Das ist sehr gut. Getroffen, 14 blau ausmaler. So, was kann der Schwarze? Immer noch Doppel 12, Doppel 17, ne? Mhm. Doppel 12 getroffen, kannst du schon schwarz ausmalen. Was kann er jetzt noch? Triple 17, Bull, komm dazu. Okay, nichts mehr getroffen. Kommt der gelbe, was kann der? Doppel 13, Doppel 16. Immer noch. Doppel 13 getroffen und was kann er noch werfen? Triple 16. Und was noch? Und Bull. Okay. Nichts mehr. Jetzt kommt der blaue, was kann der treffen? Doppel 14, Doppel 15. Doppel 14 und Doppel 15. Doppel 15 getroffen, was kann er jetzt? Triple 14 und Bull und Doppel 14. Triple 14 getroffen, Ausmaler. War jetzt Triple 14? Ja, war jetzt Doppel 20.
Ah, nie getroffen. Okay, also Doppel 15 und Triple 14 hast du ausgemalt, ne? Mhm. So. Looking back in another time, need a doctor to combine. You see the heat is burning, the whole thing's turning. Jetzt haben wir hier gleich folgende Situation. Der Blaue kann den Schwarzen jetzt ganz schön ärgern, indem er Triple 12 trifft. Für den Schwarzen bleibt dann nur noch Triple 20 übrig und dann ist für ihn Ende Gelände. Und der Blaue könnte dann Triple 15, Triple 19, Doppel 14 und Single Bull einvernehmen und die Punkte sich automatisch holen, ohne dass er die Felder treffen muss. Deshalb gehen wir jetzt wieder in den Live-Ton rein. Ja, Triple 12 getroffen. Jetzt kannst du alles ausmalen. Das, was alles hier eingeschlossen ist. Ja. So, der Schwarze kann nur noch Doppel 20, glaube ich. Ne? Triple 20. Okay. Triple 20 getroffen. Und dann geht nichts mehr, ne? Ja, dann ist der Schwarze fertig. Gib mir mal kurz Zeit. Was denn? Ja, der Gelbe kann auch Triple 18 und Triple 13. Das war die Doppel 18. Nix. Und der Blaue kann. Gib mir doch mal kurz Zeit. Der Blaue kann auch Triple 18 und Triple 13. Und der Gelbe wieder. Der Schwarze ist quasi jetzt ausgeschieden. Der Schwarze ist ausgeschieden. Du kannst schon mal die Felder vom Schwarzen zählen und eintragen, wie viel der hat. Dann schreibst du einfach unter den Spieler 1, schreibst du dann die Zahl hin. Blau trifft Triple 13. Mhm. Gelb trifft Triple 18. So, also wir haben hier ein eindeutiges Ergebnis. Der blaue Spieler hat gewonnen. Das überrascht mich jetzt auch nicht sonderlich, weil das ja die Pfeile sind, die ich immer verwende. Das sind meine Pfeile gewesen. Dass ich damit besser treffe, war mir dann eigentlich klar. Oder es wäre schlimm oder komisch, wenn ich mit anderen Pfeilen besser geworfen hätte. Ja, der blaue hat auch, wie ihr gesehen habt, das taktische Mittel gut ausgenutzt. Und hat dem Schwarzen so den Weg abgegraben. Dadurch hat der blaue Spieler den Schwarzen aus dem Spiel rausgenommen. Und selbst, glaube ich, vier Felder, ohne sie wirklich treffen zu müssen, für sich vereinnahmt und die Punkte kassiert.
Dadurch kommen wir dann quasi zu dem Ergebnis 6 für Spieler 1, 6 für Spieler 2 und 16 für Spieler 3. Also ich finde, es ist ein sehr spannendes Spiel, weil es eben ein taktisches Mittel auch mit drin hat, dass man sich immer entscheiden kann, welchen Weg man gehen will und wie man jemandem anderen vielleicht die Punkte klauen kann oder wegnehmen kann, wie man jemanden ärgern kann. Was ein bisschen zu kritisieren ist an dem Spiel, ist, dass sich eben auch zwei verbünden können und gegen einen spielen können. Das ist dann vielleicht nicht ganz so fair, aber vielleicht schaffen es auch irgendwie die zwei vermeintlich schwächeren Spieler, sich gegen den starken Spieler zu verbünden und ihm so irgendwie die Punkte zu klauen, sodass man am Schluss auf ein gleichwertiges Ergebnis kommt. Es geht ja auch nicht immer darum, unbedingt zu gewinnen bei so einem Trainingsspiel, sondern eben hier einfach die Doppel- und die Trippelfelder möglichst häufig zu üben, möglichst gut zu treffen und mit so einer spannenden Variante da mit dabei, finde ich das einfach toll, dass es das Spiel gibt. Man kann sich das Ganze auch runterladen, dieses Dreieck bei darts1.de. Ich mache euch auch den Link in die Beschreibung unten rein, wo ihr diese JPEG-Datei bekommt. Was natürlich auch möglich ist, wenn einem das jetzt hier zu schwer ist mit den Triple- und Doppelfeldern, dass man das irgendwie umarrangiert, dass man halt eben selbst Zahlen da reinschreibt, die man gerne treffen möchte, die man erstmal üben möchte, bevor man eben auf die Triple- und Doppelfelder wirft. Da ist einem ja jeglicher Spielraum gegeben, dass man einfach da einträgt, was einem so die wichtigen Felder sind, welche man besonders oft üben möchte. Eine andere Variante wäre noch, dass man alle drei Spiele in einer Ecke beginnen lässt und dann auch immer angrenzend treffen muss. Aber einfach, man muss angrenzend an ein ausgemaltes Feld treffen. Zum Beispiel, man beginnt in der Ecke des Spielers 1, der Schwarze beginnt, trifft die 12 und die Doppel 17, dann kann der Nächste, wer jetzt Spieler Gelb, auf die 17, auf das Bull und auf die Triple 12 werfen, kann er sich dann entscheiden und da weiterspielen. Und die beginnen quasi dieses ganze Dreieck von einer Ecke aus zu erobern. Dadurch hat man eben nicht diese Problematik, dass einer jemandem den Weg abgräbt und man nicht weiterspielen kann, weil man quasi mit dem Färben des Felds aus einer Ecke beginnt und auch gemeinsam das Feld oder dieses Dreieck komplett durchfärbt. Am Schluss gewinnt auch der, der die meisten Felder getroffen hat. Von daher ist es dann auch etwas fairer, weil man eben niemandem was wegnehmen kann. Man kann natürlich trotzdem taktieren und sagen, ich werfe jetzt erstmal nicht auf die Doppel 14, weil sonst hat der nächste Spieler hier die 15, die trifft er ja ganz leicht. Also ich gehe erstmal diesen schwierigeren Weg hier oben lang und oder vielleicht noch das Bull. Das hole ich mir noch, weil das kann ich auch ganz gut und lasse aber diese beiden Doppelfelder erstmal weg. Das soll mal schön jemand anderes machen, dass ich eben nicht meinem nachfolgenden Werfer dann die Singlefelder übrig lasse. So kann man da auch ein bisschen taktieren. Probiert es einfach mal aus. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Ob ihr damit was anfangen könnt. Ob ihr vielleicht noch eine andere Variante oder eine andere Idee zu dem Triangle- oder Triangle-Spiel habt. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über ein Like und über ein Abo auf meinem Kanal. Die Glocke am besten anschalten, dass ihr wisst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, wenn es bei mir was Neues gibt. Und bis nächste Woche wünsche ich euch jetzt Good Darts.